Oma Ananas erzählt dir was. Ausgabe 1. Die Raupe Sumsum. Es lebte einmal eine kleine Raupe namens Sumsum. Sie war sehr neugierig und liebte es, Abenteuer im Garten zu erleben. Eines Tages beschloss sie, einen Ausflug in den Wald zu machen, um neue Pflanzen und Tiere kennenzulernen. Sumsum krabbelte den weiten Weg entlang und traf auf viele interessante Dinge. Sie sah einen bunten Schmetterling, der von Blume zu Blume flog, und eine Gruppe lustiger Eichhörnchen, die Nüsse sammelten. Sie besuchte sogar eine Biene, die ihr zeigte, wie man Honig macht. Aber als die Sonne unterging, merkte Sumsum, dass sie sich verlaufen hatte. Sie war traurig und ängstlich, bis sie plötzlich eine Stimme hörte: "Hallo, Raupe. Was machst du denn hier so alleine?" Es war ihr Freund, der Schmetterling, den sie am Morgen getroffen hatte. Er hatte sich Sorgen gemacht und beschlossen, nach ihr zu suchen. Er flog Sumsum zurück zu ihrem Garten und sie war so dankbar. Sie versprach, vorsichtiger zu sein, wenn sie das nächste Mal Abenteuer erleben würde. Am nächsten Tag beschloss Sumsum, sich auf ein neues Abenteuer einzulassen und besuchte den Wald nochmal. Doch dieses Mal nahm sie ihren Freund, den Schmetterling, mit. Sie erlebten viele tolle Dinge zusammen und Sumsum lernte immer mehr über die Natur und die Tiere um sie herum. Sie sah Vögel, die in den Bäumen nisteten, und Fische, die im See schwammen. Sie traf sogar einen kleinen Fuchs, der ihr zeigte, wie man Beeren pflückt. Am Ende des Tages kehrten sie zurück in den Garten und Sumsum war glücklicher denn je. Sie hatte viele neue Freunde kennengelernt und unvergessliche Erfahrungen gemacht. Sie schlief friedlich ein, wissend, dass sie immer Abenteuer erleben würde, solange sie neugierig blieb und Freunde hatte, auf die sie sich verlassen kann.